Deshalb ganz kurz, was gibt es denn da Neues zu Dignam-Azidose? Was lässt denn da aufhorchen? Und generell vielleicht mal ganz zu Beginn, wenn man sich die beiden anschaut, einmal den Pansen, und zwar die Pansenwand, verglichen mit der Darmwand, wird hier schon auf den ersten Blick eines klar. Das heißt, der Pansen, die Pansenwand ist wie Fort Knox. Die hat also hier bis zu 17 Einzelschichten und das sind hier diese vier Hauptschichten und die sind also mengenmäßig seht ihr, also da steht eine Hütte und da steht eigentlich wirklich so ein Hochhaus, so eine Bank, muss man sagen. Und das ist also im Prinzip eigentlich schon ein mächtiger Widerstand, ein mächtiger Barrier, sagen wir, also eine Barriere. Und im Darm selber haben wir ein einschichtiges Plattenepithel, also eine einschichtige Zellverbindung, die durch diese Tight Junctions, also durch diese Knopfverbindungen, ne, das sind also selber so Muskelfilamente, Eiweißfilamente, die halten es zusammen, die machen es wasserdicht, die schließen es ab, die halten es auch zusammen. Und im Endeffekt ist es wie ein Rohr, das ist also dieses Darmrohr, das Innenrohr. Ganz wichtig sind noch und zwar zwei Schleimhautauskleidungen, die innere Schleimhautschicht und die oberflächige, ne, die also dreimal dicker ist als vielleicht als die innere. Und die sind ganz wichtig. Das heißt, bei Entzündungen gehen die also ziemlich schnell kaputt. Die gehen aber auch ziemlich schnell, werden diese beiden Schichten dünner oder weniger widerstandsfähig, weil wenn Wasser fehlt. Also das haben oftmals die Kälber mit Kokzidien, haben die damit zu tun, wenn also hier die Schichten, wenn die gestresst sind, saugen die weniger Wasser und dann können Kokzidien sich viel schneller und dramatischer vermehren. Und für mich war wichtig, euch das zu zeigen. Also schon mal rein von der Natur her kann man beide nicht miteinander direkt vergleichen. Na, und wenn man sagt, hier es sind Azidosen, dann ist es hier für Azidosen ist also die Wand viel besser gewappnet, als wenn im Dickdarm Azidosen sind, weil hier habe ich nicht viel. Hier habe ich die beiden Schleimschichten. Diesen Rückzug weggewaschen und dann geht es wirklich ans Eingemachte. Ne? Und dann halt eben dieser offene Darm, dieser durchlässige Darm, der dann viel schneller eigentlich passieren kann. Und heute gibt es Wissenschaftler, die schon sagen, die Pansenazidose ist niemals alleine. Pansenazidose führt automatisch immer zu der Dickdarmazidose. Und wenn ihr das mal ein Augenmerk drauf habt, euch den Kot anschaut oder Kot siebt oder Kotwaschungen macht, schaut mal auf diese Schleimhautfetzen, die sind also gar nicht mal so selten. Ne? Schleimhautfetzen sind, ist das, was hier tatsächlich hier abgewischt wird. Teilweise mit Leben, sage ich jetzt mal, oder halt eben diese Schleimschichten. Jetzt kommen ganz neue Studien, die wurden letztes Jahr im Oktober publiziert, und zwar von Trout Nutrition, von Nutreco. Und ich muss echt sagen, tolle Arbeiten, die haben im Grunde genommen, was haben die gemacht? Die haben also Tiergruppen gefüttert und haben also mit dem Stärkeanteil gespielt, was sie den Tieren gegeben haben. Und die haben festgestellt, es gibt ein gewisses Limit. Wenn du also mehr als 10 Gramm pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht den Tieren fütterst, ist es so, dass plötzlich die Verdauung im Prinzip im Darm immer schlechter wird und immer mehr letztendlich hinten an den Dünndarm rutscht. Ne? Das heißt, je mehr hier Starchflow, das heißt Stärkefluss zum Dünndarm und weiter hinten in den hinteren Darmabschnitten kommt, na, desto mehr oder desto weniger wird im Pansen verdaut. Na. Also je mehr tatsächlich im Prinzip, wo ich sage, wo ich also im Darm verdauen kann, desto weniger kommt also hier in den Dünndarm. Je weniger ich aber im Darm verdauen kann, im Pansen verdauen kann, desto mehr geht Richtung ja, hintere Abteile. Das bedeutet umgekehrt, wenn ich also über diese 10 Gramm Stärke oder Aufnahme pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht komme, ist es so, dass die Verdauungskapazität, die Gesamtverdauungskapazität sowohl von Pansen als auch Dickdarm, hinten exponentiell abnimmt. Das heißt, es gibt irgendwo einen Schmerzpunkt. Na, und wenn ich da rankomme, und das kann im Hitzestress sehr schnell passieren, dass plötzlich aus einer ungefährlichen Ration durch den erhöhten Stärkefluss nach hinten, dass das Ganze nach hinten abkippt und dadurch also plötzlich sehr viel Stärke hinten auftaucht. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert bei zu viel Stärke da hinten. Es freuen sich dann unerwünschte Bakterien, allen voran die Clostridien, über so viel Nährsubstrat und die wuchern, die wachsen dann wie Hulle, die Hölle, haben dann Einfluss auf die Schleimschicht. Kommen dann viel leichter letztendlich an die Epithelzellen ran, schädigen die dann und können massenhaft letztendlich dann den Darm entzünden und dann in die Blutbahn einbrechen. Und na, das kann so sein, im Prinzip eigentlich steht der Tropfen höhlt den Stein, immer kleine Mengen. Das führt dazu, dass eine langsam schleichende Schwächung des Organismus stattfindet, weniger Milch, mehr Zellzahlen beispielsweise. Aber wenn es ganz heftig passiert,
Das kennt ihr vielleicht auch, und zwar diese Hemorrhagic Bowel Disease, ne? Dieses HBS, das heißt, diesen total blutigen Kot, dass die Kühe von heute auf morgen tot im Stall liegen und kommt hinten Blut, also reinstes Blut rausgeschossen. Das wäre natürlich ein Extremfall. Das gibt es, wie gesagt, bei den Schweinen, das gibt es auch bei den Rindern. Und ja, sollte die Seltenheit sein, aber viel mehr. Und gerade wenn man merkt, dass man ohne Clostridienimpfung nicht auskommt, muss man davon ausgehen, da ist eine gewisse Anfälligkeit. Das kann Rohasche vermehrt sein, weil diese Erreger im Boden drin sind, gerade in graslandbetonten Gegenden. Aber auch letztendlich durch diese Geschichte, ne? Durch die Azidosen, Diktamazidosen. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.